das endet eben auch mit sehr viel Herzblut. Und das, hier steht der Gewinner, wie gesagt, schon fest. Und ich sehe ihn da gerade schon und bitte ihn gleich mal auf die Bühne. Der Name ist nämlich Björn Haase, der Shoplogger. Der Björn jetzt als erstes bekommen. Björn schreibt, solange ich Blogs lese und kenne, schreibt er schon ins Internet. Sein erster Eintrag ist auf den 31. Januar, nee, Oktober 1999, 27. Januar, ja, zurückdatiert. Genau, 99 hat er zum ersten Mal was geschrieben, aber erst nachträglich, weil es 2005, aber ist egal, erster Blogeintrag 99. So, das macht er immer noch, also er schreibt immer noch seinen Blog, den Shopblogger, mehrfach täglich. Also, ne, das muss man mal jetzt irgendwie so sagen, mehrfach täglich und über alles eben, was in so einem Supermarkt passiert und das mit einer Leidenschaft, Diskussionsbereitschaft und ehrlich gesagt Ausdauer. Also, ne, im März war es alleine um die 103 Beiträge. Aber gut, ich finde, das muss mal gewürdigt werden und das tun wir jetzt heute damit. Und weißt du noch, wie die erste Überschrift von deinem ersten Blogartikel ist? Ja. Ich brauche den Mikro mehr zu hören. Warte mal. Danke. So. Jetzt konntest du lange überlegen. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war irgendwas mit Spirituosen in Mehrwegflaschen. Also ein relativ profanes Thema. Okay. Also, der erste war hier bei mir Such bei Plus, weil du nämlich da darüber geschrieben hast, wie du damals in die Selbstständigkeit gegangen bist. Aber das ist halt der Beitrag von 99. Ich weiß, das ist ein rückdatierter Beitrag, der ja. Vollständigkeit wegen, der ist erst letztes oder plötzlich entstanden. Aber wirklich der erste Eintrag, den ich geschrieben habe, also wirklich ja. 001 durchnummeriert. Ja. Ist diese Geschichte irgendeine Pfandflasche mit Alkohol, also eher selten. Man muss diese 103 Beiträge pro Monat ja auch voll kriegen, nicht wahr? Genau. Also, wie machst du das, dass du wirklich so häufig immer noch in dein Internet schreibst, in dein Blog schreibst? Und ja, was motiviert dich dabei? Tja, wir haben also ja schon vielen erzählt inzwischen, dass wir einen Edeka-Markt betreiben und da passiert täglich was. Also mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit der Ware, mit Lieferanten. Und es gibt immer was. Und so wie andere eine Zigarettenpause machen, gehe ich kurz ins Büro, schreibe, fertig. Das ist doch gesünder, ne? Ja. Und wie lange willst du das noch so weitermachen? Das wurde ich schon so oft gefragt, bis ich keine Lust mehr habe. Also es ist ganz einfach. Kann sein, dass ich irgendwann sage, wird das gut. Weiß ich nicht. Und kommen viele Leute in deinen Laden, weil sie sagen, okay, sie kennen dich aus dem Internet und wollen ja deswegen irgendwie mal vorbeikommen? Ja, tatsächlich. Echt? Es passiert ständig, dass Leute reinkommen, ach, komm mal hallo sagen, ich lese schon so lange bei dir mit. Und, ne, kann ich ein Foto machen? Klar. Passiert? Also wenn... Also wenn es langweilig ist, wenn ihr nicht von Bremen seid, es langweilig ist und natürlich gucken wollt, wo der Björn diesen goldenen Blogger hinstellen wird, denn er wird ihn ja bestimmt irgendwo ausstellen in seiner Filiale, zumindest ist jetzt der Druck los, dann fahrt doch am besten in die Gastfeldstraße 29, Bremen, und Edeka wird beim nächsten Mal auch Sponsor werden, ne? Vielen Dank.